Bahnreform wird es genannt. Aber was bedeutet es in Zahlen? 300 Bahnhöfe geschlossen? 100.000 Eisenbahnerwohnungen verkauft? Die Hälfte aller Arbeitsplätze vernichtet. So wurde aus dem ehemaligen Staatsbetrieb ein florierendes Wirtschaftsunternehmen. Aber die sozialen Kosten waren hoch. Manche sagen zu hoch. Was passiert mit den tausenden hochqualifizierten Beamten, die plötzlich ohne Aufgabe dastehen? Einige finden neue Jobs bei Behörden, wo ihre besonderen sozialen Kompetenzen gefragt sind. Andere machen Umschulungen zu Computer- und Multimedia-Spezialisten. Aber für die meisten von ihnen ist der Zug schon abgefahren. Die verhängnisvolle Kettenreaktion, vor der sozialpolitische Verbände immer wieder warnen, ist ausgelöst. Obdachlosigkeit, Drogensucht, Kriminalität. Und wo zieht es diese ehemaligen Eisenbahner hin, wenn sie in ihrer Verzweiflung zu Verbrechern werden? Erhält in Kürze Einfahrt der Euronight 491 von Flensburg nach Wien. Die Wagen der ersten Klasse halten im Abschnitt A. Die Wagen der zweiten Klasse in den Abschnitten B bis D. Der schwer bewachte Geldtransportwagen hält im Abschnitt E. In diesen Wagen bitte nicht einsteigen. Personalwechsel! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Bitte zeigen Sie unaufgefordert Ihren Fahrschein. Entschuldigen Sie, Herr Schaffner. Hält dieser Zug in Weiterstadt? Steht hier Auskunft drauf? Das Reisezentrum auf der Westseite des Bahnhofs erteilt gerne Fahrplanauskünfte. Naja, Sie müssen auf jeden Fall in Frankfurt umsteigen. Dann fahren Sie entweder über Mainz oder Darmstadt. Wenn Sie wollen, kann ich nachschauen. Gute Fahrt! Wir hätten damals zur Post gehen sollen. Die sind auch privatisiert worden. Eisenbahner sein, das war was Besonderes. Das war was ganz Großes. Die Leute hatten noch Respekt vor Bahnbeamten. Es tut mir leid, die Fahrradmitnahme ist nicht gestattet. Aber die haben mir gesagt, dass das geht. Nicht im 1233 nach Kiel. Aber ich muss mit dem Zug fahren. Ich werde von meinen Eltern abgeholt. Ja, das waren Zeiten. Okay, Leute. Heute Abend haben wir eine zweite Chance. Ich erklär's euch. Also, um Punkt 23 Uhr stehen wir oben in der Halle. 'Heute Nacht ist unsere letzte Chance. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Aufgrund dieser Durchsage verzögert sich die Abfahrt des Zuges um wenige Minuten. Okay. Wir steigen getrennt ein, um nicht aufzufallen. Und treffen uns dann genau in 10 Minuten am Geldwagen. Wieder im Dienst.
Anscheinend ist das hier ein Liegewagen. Haben wir dafür denn auch eine Fahrkarte? Verdammt, wir haben ein Problem. Was ist los? Der IC 5212 wird pünktlich in Köln erwartet. Sie wissen, was zu tun ist. Ich sagte, her mit den Flocken. Flocken? Ja, Flocken, Mäuse, Kröten, Knete, Schotter, Kohle, Geld! Geld? Sie denken in anderen Kategorien, junge Frau. Ich bin nicht an Geld interessiert. Sie befinden sich im Schaltraum der Macht. Sie? Der Chef persönlich? Sie haben uns rausgeschmissen und wollen unsere Eisenbahn in den Ruin treiben. Ruin? Was für ein hässliches Wort. Ich rede von einem Börsengang. Von einer endgültigen Heilung all der nostalgischen Narren, die immer noch glauben, es könnte wirklich erschwingliche Fahrpreise geben. Und ein verständliches Preissystem. Ich träume von einer wundervollen Idylle, in der die Natur, die unsere Bahnstrecken umgibt, wieder in ihre Rechte getreten ist. Wegerich, Sauerampfer, Eibisch und wilde Malve überwuchern die Schienenstränge, auf denen nichts mehr fährt, auf denen nur vereinzelt hier und da ein alter Waggon in der Sonne glänzt, von Efeu umrankt und nur bevölkert von den Skeletten einiger Unbeirrbarer, die bis zuletzt an einen Anschluss geglaubt haben. Oder an einen bezahlbaren Service bei der Bahn. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Oh. Danke. Das macht 4,80 Euro.